Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 auf der Zilonka. Wir sind wieder unterwegs mit unserem Fiat und der bereitet hier gerade das Feld vor. Er tiefenlockert es und da hinten seht ihr auch schon den John Deere, der bereits die Dämme anlegt, denn wir sind im Juli und das ist der letzte Monat, wo wir Feldfrüchte wie zum Beispiel die Karotte noch aussehen können. Um ehrlich zu sein, können wir eigentlich nur noch die Karotten aussehen. Interessanterweise können rote Beete und Pastinaken nicht noch im Juli ausgesät werden. Ich habe dieses Feld mittlerweile hier gekauft. So, denn ihr seht es auch da drüben an den Ballen. Es war Erntezeit oder beziehungsweise die Erntezeit beginnt jetzt und wir konnten unser Haferfeld hier ernten und nebendran war auch eins und dann habe ich mir gedacht, das ist auch erntereif. Nehmen wir das mal schnell mit, denn wir können das Gelände dort oben, wo ihr ja jetzt den Drescher seht und auch unsere Kartoffelerntemaschine, gut gebrauchen, um nicht unbedingt vielleicht in diesem Jahr, aber in Bälde dann zu expandieren. So, ich muss auf jeden Fall da drüben noch die Ballen vom Feld bringen, denn daran habe ich gar nicht gedacht, dass wir ja auch noch Strohballen haben. Und die müssen natürlich vom Feld runter, das werde ich dann gleich mit dem Fendt machen. Und ja, ich werde die Ballen erstmal irgendwo auf eine Wiese legen, weil so einen richtigen Platz haben wir gar nicht, denn wir haben ja auch jede Menge Grasballen mittlerweile. Und die Schafe sind einfach sehr genügsam. Soll heißen, wir kriegen das Material schier nicht weg. So, er ist jetzt erstmal hier fertig. Sehr gut, dann fahren wir den mal zum Hof. Dann checken wir mal ganz kurz, wie weit hier oder was unser John Deere macht. Denn ihr seht es ja, hier sind ja ein paar kahle Stellen. Und dann bereiten wir ihn hier vor. Vorsicht, nicht den Briefkasten mitnehmen. Und er soll dann eben hier nochmal die Karotten aussäen. Ich habe auch mittlerweile das Grasfeld mit Karotten ausgesät. Denn es ist einfach so, Gras haben wir jetzt jede Menge. Und ihr seht es schon, die erste Wachstumsstufe. Soweit ist das Feld auch fertig. Gekalkt werden musste es nicht mehr. Gedüngt ist es bereits. Also können wir hier zusehen, wie unsere Karotten langsam aber sicher wachsen. Okay. So, dann bringen wir mal den Tiefenlockerer hier in die Parkposition. Denn wie gesagt, früher oder später müssen wir unseren Hof ein kleines bisschen erweitern. Jetzt, wo ist, ja, mit ihm hier müssen wir die Ballen gleich wegbringen und mit ihm würde ich mal ganz kurz hier schnell fertig machen, damit auch der Rest des Feldes passt. So, da müssen wir ein bisschen aufpassen, das ist kein Weg, das ist ein trockener Bach, finde ich richtig cool, schön gemacht, sieht gut aus. So, einschalten. Okay, dann machen wir das schnell mal hier von Hand. Beziehungsweise manuell, was mehr oder weniger ja auch nichts anderes sagt. Manus die Hand. So. Ja, fahren wir da rückwärts ran. Weil ich würde ungern quer rüberfahren. Ich glaube, das sieht dann überhaupt nicht gut aus. So, Dille. Oh, schon wieder ein Stück vergessen. Okay, da müssen wir also deutlich weiter fahren. Gut, gut, so. Also, und das sieht eben dann so aus. Jetzt im Juli, im nächsten Monat, im August, müsste es eigentlich losgehen mit der Ernte. Und dann werden wir ja unsere Produktion mal hier richtig zum Laufen bringen. Wir haben dann auch im Prinzip für 4 Monate Ernte Karotten. So, noch 2. Und dann bin ich auch echt am Überlegen. Müssen wir mal schauen, wie wir das am geschicktesten machen. Ob wir dann mit 2 Erntern fahren. Und dann eben ja mit den Paletten. Und mit einem Abfahrer sozusagen, der dann die ganzen Paletten mitnimmt. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall sind wir ja finanziell gut da oder stehen wir gut da und haben auch noch keine Schulden. Also im Zweifel können wir noch einen Kredit aufnehmen, falls uns irgendwas noch einfällt. So, jetzt aber erstmal den Kollegen hier losschicken. Das müsste jetzt wieder so passen. Also wie gesagt, dass das hier immer so am Rand, der fährt glaube ich nicht so richtig gerade. Ne? Wenn wir da unten links schauen, 89,3, 89,90,
Jetzt geht er auf 90,67. Also der fährt schon ein bisschen in Schlangenlinien. Deswegen dann auch immer so ein bisschen, ja, wie hier, wie wir es hier sehen. Ja, jetzt müssen wir mal schauen. Ja, das war klar. Das war klar. So, dann fahren wir hier ein bisschen so ran. Dann soll er so weitermachen. Gut. So, und das, was ich euch zeigen wollte, war eigentlich Folgendes. Wir sehen es eben hier. Also, Karotten kann man tatsächlich noch im Juli, während rote Beete und Pastinake nur von April bis Juni. So, und dann geht es auch schon los hier im nächsten Monat, im August, mit der Ernte. Und was ich gerade geerntet habe, das war halt eben der Hafer. Und jetzt haben wir da jede Menge Strohballen. Und da müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen. Genauso wie wir hier jetzt auch jede Menge Grasballen haben. Zwei sind ja hier drin. Mittlerweile haben die Schafe ja auch Nachwuchs bekommen. Wir haben jetzt 30. Und hier stehen jetzt die anderen Ballen. Naja, und der Ladewagen ist auch noch voll mit Material. Und Wolle wird auch produziert. Also es geht hier ganz schön rund. Und jetzt müssen wir mal schauen. Zip. Ach, ich wollte ja erst noch den Fiat mit der Saatmaschine an den Start bringen. Okay. So, Dille. Und dann werden wir mal ein bisschen noch Ballen wegbringen. Und ihr seht es vielleicht schon. Da drüben links habe ich die jetzt einfach mal so hingestellt. Und da werden wir auch die anderen Strohballen hinbringen, weil wir haben im Endeffekt keinen Platz dafür. Also noch nicht. Also so ein Ballenlager oder so. Wir müssen mal uns Gedanken machen, wie sich das hier entwickeln und erweitern soll. So. Und neben den neuen Früchten, Feldfrüchten, sind dann auch schon die Kartoffeln nächsten Monat dran. Und da bin ich dann auch mal gespannt, wie sich das Ganze mit dieser neuen oder mit dieser, ja, ich will es mal so sagen, Kartoffelschwart dann verhält, wenn eben dann nicht die Kartoffel irgendwo in den Bunker, sondern eher auf eine als Kartoffelschwart auf dem Feld abgelegt wird und dann halt eben hier aufgenommen. So, jetzt zack. Auf jeden Fall haben wir dann 4 Monate lang Karotten zum Ernten. Okay, passt das? So müsste das doch passen. Also, dann schicken wir den mal los. Wunderbar. Also, viel Saatkörner brauchen wir ja nicht. Das müsste so passen. Dann springen wir mal raus. Wie sieht es denn jetzt aus? Okay, Stickstoff ist schlecht. Wir müssen natürlich noch düngen. pH ist einigermaßen okay. Aber ihr seht es, kein Unkraut. So, dann hier. Werfen wir mal den Fender an. Und legen los, Ballen einzusammeln. Ja. Jetzt habe ich es ja im Livestream letztens, am Freitag im Livestream mal kurz angekündigt. Ich bin so ein bisschen am Überlegen, weil wir haben ja noch das Big Farm Projekt, wir haben das Alpen Projekt und wir haben natürlich unser Stream Projekt mit der Galgenberg. Da tut sich ja auch einiges. Da wird höchstwahrscheinlich, also es gibt jetzt erstmal ein Update, ein kleines Update mit ein paar Korrekturen und Verbesserungen. Und der Einführung oder komplett einem Manure-System, was er jetzt eingeführt hat, der Yogi, auf der Map. Aber es ist noch nicht die Vierfach-Map. Die braucht noch ein bisschen, bis sie kommt. Und ob die auf der Konsole kommt, werden wir dann sehen. Aber nichtsdestoweniger haben wir auf jeden Fall jetzt unser Classic-Projekt mit der Galgenberg. Wir haben unser Projekt Big Farm mit Neubartelshagen. Wir haben unser Alpenprojekt mit Neuminibrunn. Und dann haben wir hier den Krautschlegel mit der Ziellonker. Aber ich bin jetzt wirklich, wie gesagt, ein bisschen hin und her gerissen, ob wir mit Neubartelshagen tatsächlich weitermachen sollen mit dem Big Farm Projekt, weil man muss auch sagen, wir schauen mal kurz in die Map, dass da hier auch jede Menge größere Felder sind. Auch hier zum Beispiel, hier natürlich, wo ja die Getreidemühle ist. Also theoretisch, wenn wir hier dann auch Felder zusammenlegen, wie hier zum Beispiel oder hier, dann wäre das natürlich auch ein richtig schönes Big Farm Projekt. Dann könnten wir nämlich hier mit den kleinen Feldern eben arbeiten, zum Beispiel dann eher doch in diese Richtung vielleicht gehen oder diese Richtung und dann mit diesen Feldern eben die Feldfrüchten, die neue bearbeiten und dann doch hier in dem Bereich hier so alles, was hier ist, dann eventuell dann mit einem weiteren Hof, dann vielleicht doch mit dem Hof hier, der ja auch noch existiert, oder dann doch mit dem Originalhof
Oder hier sind ja auch jede Menge Flächen, freie Flächen, die man ja mit Sicherheit auch mal benutzen könnte. Da könnte man dann tatsächlich vielleicht mal in ein Big Farm Projekt einsteigen. So, was sehe ich jetzt hier? Was sehe ich jetzt hier? Was hat jetzt er hier gemacht? Kann das sein, dass der jetzt überhaupt nicht bis nach hinten gefahren ist? Sehe ich das richtig? Ah, nee, okay, passt. Alles gut, aber hier passt es, glaube ich, nicht. Und da müssen wir mal schauen, dass wir dann eventuell dann nochmal quer rüberfahren. Naja, ist natürlich klar, wegen dem Bach hier. Wegen dem Wenden. Okay. So, jetzt aber erstmal hier unsere Strohballen ablegen. Ja, wie gesagt, die werde ich jetzt erstmal hier auf die Wiese werfen. Weil so richtigen Bedarf haben wir ja eigentlich nicht für Stroh. Witzigerweise haben wir ja in unserem Alpenprojekt einen Schafstall, wo ja wir Stroh einwerfen sollen. Aber wozu, weiß ich jetzt auch nicht, weil... Ach, jetzt komm, lass doch das Ding da liegen. Mist wird jedenfalls noch keins produziert. Habe ich jedenfalls nicht gesehen bei diesem Schafstall. Ist aber ein anderer eben als dieser hier. So. Ja, der Johnny ist noch unterwegs und der andere holt auf, weil er natürlich 6 Meter Arbeitsbreite hat. Der Johnny hat nur 3 Meter mit der Dampffräse. Und jetzt habe ich es wieder gesagt. Dampffräse. Mit der Fräse. So, ein bisschen runter. Also der Fan hier, den finde ich richtig cool. Vor allem, wie der raucht und qualmt und macht und tut. Wir die Ballen, wie gesagt, alle mal hier aufs Feld und dann müssen wir uns Gedanken machen, was wir damit tun, ob wir die dann wirklich irgendwie, ja, ich weiß nicht, verkaufen oder ob wir die dann nutzen. Aber naja, ich meine, Kühe wären natürlich jetzt auch nicht verkehrt, ne, aber wir könnten natürlich auch mal mit Schweinen. Ich weiß es noch nicht, aber wir haben so viele Optionen auf dieser Map, die ist so groß im Prinzip mit so vielen Feldern und Möglichkeiten und was mir auf jeden Fall gut gefällt, habe ich zumindest jetzt erstmal im Moment den Eindruck, ist, dass die Helfer hier relativ gut zurechtkommen, also ich meine damit jetzt die Abfahrer zum Beispiel auf den Straßen, also das scheint ganz gut zu funktionieren, so da drüben ist auch alles noch im grünen Bereich. Jupp, und sobald es hier mit der Ernte losgeht, da müssen wir mal schauen. Ich habe mir jetzt nochmal ein paar IT-Runner-Fahrzeuge oder Anhänger dann installiert. Und dann müssen wir mal gucken, ob das in irgendeiner Form funktioniert. Weil meine Idee wäre natürlich schon, dass wir mit dem IT-Runner so arbeiten, dass wir zum Beispiel auf dem Feld die entsprechenden Gerätschaften ablegen können, wenn das so funktioniert. Und dann halt eben mit dem... ja, mit dem Traktor und die Paletten halt direkt zum IT-Runner bringen, zur Ladefläche, die wir ja abgelegt haben auf dem Feld. Also das wäre schon eine coole Sache. Und damit dann eben die ganzen Paletten durch die Gegend zu transportieren und natürlich auch die Fertigprodukte, die zu verkaufen sind, dann die Dosen und die Suppen, denn ins Suppengeschäft wollen wir ja demnächst auch noch einsteigen. So, jetzt haben wir noch eine Palette, wenn ich ihn richtig gesehen habe. Ach, da können wir eigentlich auch so rum, obwohl das Kopf ist gut gesprungen. Ja, wie gesagt, da hätten wir da drüben, hätten wir schön Platz. Da hätte ich eine Idee für einen Kuhstall mit einer großen Weide. So. Das müsste der letzte sein, oder? Ja, der letzte Ballen. Ich meine, der hat auch 11.000 Liter. So. Müssen wir mal nach dem Johnny gucken. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob der schon durch ist.
So, also, das war jetzt der letzte Strohballen. Da haben wir jetzt dann wie viel? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 Strohballen. Hehehe, den könnten wir jetzt oben drauflegen. Sehr schön. So, ich habe die extra ein bisschen auf der Seite so platziert, damit wir hoffentlich bei der Ernte dann auch mit dem Erntegerät vorbeikommen, aber das sollte sich ausgehen. So, ups. Da wären wir ja beinahe in die Frucht gefahren. So, das sollte es jetzt erstmal gewesen sein, weil mit dem Frontlader, weil wir ja für die Schafe, das Gras, ja, wie gesagt, wir müssen hier hinten den Ladewagen noch leer kriegen. Ich weiß nicht wie. Die Schafe fressen ja so gut wie gar nichts. Könnte man fast sagen. So. Ne, wenn man da reinschaut. So, Schafe. 25.000 Liter sind noch drin und das ist jetzt schon fast seit 3 Monaten. Aber wir haben auf jeden Fall nicht 10, 20, also wir haben jetzt 60 Tierchen und die wachsen und gedeihen und die geben schön. Ups, jetzt kommen wir hier wieder raus. Und die geben schön Wolle. Führe den Herbst bzw. den Winter. So, das läuft, das funktioniert. Wasser haben wir, glaube ich, auch noch jede Menge drin. Müssen wir auch nicht holen zurzeit. Okay. Dann schauen wir mal. Ja, der Johnny ist gleich fertig. Der ist jetzt gleich fertig. So, ah. Ich dachte schon, er hätte schon aufgegeben. So, was ich euch kurz zeigen möchte, ja, da haben wir nichts. So, das ist eben dieses System hier von Lizard. Da haben wir zum Beispiel Autoload mit, da können wir die gesamten Konserven und Suppendosen und so weiter, können wir hier verarbeiten. Dann haben wir hier dann die Optionen zum Beispiel mit Multifruchtcontainern für das Abfahren. Aber wir arbeiten ja mit den Paletten. Und da suche ich jetzt halt eben noch was. Da gibt es dann auch einen Anhänger dazu. Müssen wir nicht mal einen LKW kaufen. So, das ist für die Container. Nee, da ist da nichts mehr. Und dann gibt es da unten noch eine Option unter Diverses. Das sind dann diese Teile hier direkt, IT-Runner. Und da können wir Flüssigkeiten und hier könnten wir natürlich auch dann, aber nur die Fertigprodukte. Das ist halt eben das Problem. Wir haben nichts, wo wir die Karotten, also die Paletten, ich suche da immer noch, wo die Paletten, also ob wir irgendwie direkt vom Feld mit so einem Container arbeiten können, mit so einer Plattform und dann eben die Paletten, die Früchtepaletten, also die Karotten und rote Beete Paletten, dass wir die dann mit dem IT-Runner praktisch zur Fabrik bringen und dort steht dann da die andere Plattform und die nimmt dann die Fertigprodukte auf. Das wäre so ungefähr ein bisschen meine Idee und bei den LKWs, da gibt es natürlich dann halt hier diesen Phoenix IT-Runner Edition, mit dem könnten wir das transportieren oder dann halt eben mit dem Anhänger und einem Traktor oder zum Beispiel mit einem JCB oder so, müssen wir mal schauen, wie viel PS wir denn da dann brauchen. So, wie weit ist er? Okay, wie weit ist er? Ach so, okay, interessant. Ja, das ist das letzte kleine Stückchen, das machen wir dann selber. Wunderbar. So, hier sieht man dann auch, wenn man unsere Felder sich mal ansieht, wie hier die Wachstumsstufen sind. Jep, da haben wir im Prinzip 3 Wachstumsstufen. Hier drüben haben wir 2 und auch bei der Rote Beete haben wir 3. Das Feld habe ich jetzt komplett logischerweise mal angesät. Da haben wir dann jede Menge Karotten für den 3. Monat und hier haben wir dann die Karotten für den 4. Monat. Also jede Menge Material für unsere Fabriken, für unsere Suppenfabrik. So, das wäre die Arbeit gewesen für den John Deere. Dann bringen wir das Material mal zurück. Und was wir jetzt mit dem Feld hier machen, weiß ich noch nicht. Das ist ja, wie gesagt, nicht besonders günstig.
Hier haben wir natürlich ein bisschen Auslauf oben und unten, damit wir mit unserem Ernter durchkommen beim Wenden. Aber das Feld ist natürlich prädestiniert hier klassisch für unseren Drescher. Und da muss ich mir nochmal überlegen, was wir da jetzt ansehen, ob wir da Getreide oder irgendetwas Ähnliches machen. So, jetzt erstmal das Teil hier ablegen. Sehr schön. So, dann stellen wir mal den Trecker hier hin. Sehr gut. Oh, man hört die Grillen. Ja, und wie gesagt, mit der Fläche, die wir jetzt gekauft haben, da können wir auf jeden Fall expandieren. Und dann haben wir ja da hinten diese Flächen. Also das fände ich richtig cool, wenn wir hier noch bauen würden, Hallen oder Ähnliches oder Produktionen. Und dann kann man hier praktisch zwischen unseren Höfen oder unseren Gebäuden hier durchfahren. Das fände ich schon eine richtig coole Sache. Also auf jeden Fall haben wir jede Menge Möglichkeiten und Optionen. Und ich habe auch den Gedanken, eventuell, weil ich habe ja gesehen, Augenblick, hier sehen wir es ja. Da drüben gibt es ja eine Mühle. Aber diese Mühle ist nur zur Dekoration. Und ich bin fast am Überlegen, ob wir hier dieses Grundstück, ich weiß jetzt gar nicht, gehört es dazu? Nee, ich glaube, das gehört zu dem Feld dazu. Und dann könnten wir natürlich hier dieses Grundstück auch bebauen, diese Fläche. Und da gibt es ja eine Mühle, dass wir unsere eigene Getreidemühle, eben genau so eine schöne alte Mühle, eine alte Getreidemühle, die eben dann auch Öl produziert, also Sonnenblumen oder Rapsöl. Und das bräuchten wir ja zum Beispiel für die Chips. Produktion. Also ihr seht, es gibt hier jede Menge Möglichkeiten hier bei uns auf der Zielonka. Ich habe euch jetzt erstmal so auf den aktuellen Stand gebracht für den Juli und in der nächsten Folge, da wird es dann richtig losgehen und zwar dann mit der Ernte, wenn wir hier in die Ernte gehen von unseren neuen Feldfrüchten hier auf der Zielonka. So, ich mache hier dann noch die Ernte, beziehungsweise nicht die Ernte, hier die Aussaat fertig, das Feld. Das muss dann auch noch gedüngt werden. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge im August, wenn es losgeht mit der Ernte. Ich sage recht schönen Dank und bis bald. Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.